Eben kriegen wir. Okay. 6 Sekunden, 5 Sekunden. Jetzt können es vorbeigehen, das wäre sick. Sehr schön. Kein Like. Speedrun können wir leider kein Like da lassen. Let's go. Und die Unira Mann, die auch danke für den Support, Mann. Und Fabio Mann, die auch danke. Zeldius aus Japan. Zeldius. Okay. Der gute Zeldius, wer kennt ihn nicht? Das ist eigentlich eine coole Idee, im Wasser den Linksuit zu nutzen. Ist mir noch nie aufgefallen, das ist eine richtig gute Idee. Da kriegt der Pfeil und Bogen nochmal eine komplett andere Bedeutung, finde ich. Das ist eine richtig coole Idee. Da ist die Frage. Schade. Vielleicht waren da die Leben oder irgendein Secret mit dabei. Sehr gut. Dann kriegen wir schon mal ein Leben. Schade. Oh, da kommt nochmal eins. Sehr gut. Interessant, die Pfeile gehen durch diese Kanonenkugeln durch, ne? Glaube ich. Ja. Warum kriegen Speedruns keine Likes? Die sind First Try oft sehr, sehr anspruchsvoll, sag ich mal. Meistens auch unmöglich, weil du musst erstmal die Speedruns kennenlernen, sag ich mal, weil so schnell, wie das halt manchmal geht in den Speedruns, ist immer Pain. Nicht durch. Digga. Okay, let's go. Kriegen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir ultra aufpassen. Da gibt's was. Sehr gut. Richtig sick, finde ich. Ah, ich lasse den 30er lieber weg. Das Problem ist halt im Autoscroll, dass wenn du da irgendwann mal... Oh, den Helm hätte ich gern. Weiß nicht, ob wir den vielleicht noch brauchen in der Stage. Ich glaube, wir brauchen den, oder? Wow, Mann. Thank you.
Okay. Ah, da wollte ich eigentlich nicht durch. Schade. Drei Leben wären noch sick. Theoretisch kann man das aufballern, aber ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Yay, wuhu, da kriegen wir unser Leben. Sick, sehr gut. Ja, gehen wir in die Palme. Und Ramona, hi, natürlich. Okay, cool, können wir hier noch ein paar Münzen einsammeln und dann kriegen wir auch noch die Flagpole. Jetzt sind wir da oben auf 19 Leben. Sehr schön. Mir lassen Like da, das ist eine absolute Premium-Stage, finde ich. Hier auch danke für den Support, Mann. Okay. Also er sagt, wir sollen in die Pipe eigentlich. Das ist auch wieder Link-Level. Weird, dass es hier schon einen Checkpoint gibt auf jeden Fall. Ich glaube, wir gucken uns die Pipe mal an. Hoffentlich tötet er uns nicht. Okay, guck mal. Kriegen wir schon mal einen Link-Suit. Kriegen wir gleich nochmal einen Link-Level. Okay. Also wenn er sagt Archer hier drin, also mit dem Bogen hier rein, dann gucken wir uns das mal an. Wahrscheinlich auch Red Coin Challenge. Die geben uns die Münzen auch. Müssen wir den noch kriegen, ne? Und Hasemann, dir auch danke für dein Abo im 12. Monat, Mann. Danke, danke. Da gibt's noch eine Türe und eine Pipe. Ah, so kann man das dann speichern. Cool. Okay. Also so recycelt er dich praktisch durch die roten Münzen durch. Das ist auch cool. Coole Idee. Coin, ja. Eisphysik. Da komme ich nicht mehr lebend raus, oder? Vielleicht doch! Gehen die Pipe. Sehr gut. Dann kriegen wir, glaube ich, auch wieder den Links-Dude, oder? Oder kriegen wir den nur einmal? Ich dachte, den kriegen wir nur einmal. Ah, der Checkpoint gibt uns auch nochmal einen. Sick, sehr cool. Ich frage mich, ob irgendein Gegner von denen vielleicht auch einen Schlüssel hat, um es dir einfacher zu machen, Digga. Okay, wir gehen da auf jeden Fall mal hier in Sicherheit. Oh, Digga, das ist auch wieder übel. Oh, ich sehe da kein gutes Setup, um das noch irgendwie zu saven. Sick. Das könnte noch gut werden jetzt. Oder auch nicht. Also hätte man selber Link mit Bomben, dann wäre es eine andere Geschichte. So ist echt ein bisschen Pain. Könnte sein, dass wir jetzt sterben. Ja. Kriegt man dann auch die Leben. Sick. Sehr gut. Wir warten mal kurz. Ah, nee, der schießt die da, ne? Okay. Also hier können wir eigentlich warten, bis genug da sind. Dann kriegen wir die Leben. Kriegen wir die drei Leben. Der ballert es dann auch wieder auf.
Kriegen wir die rote Münze, sehr gut. Haben wir alles, was wir brauchen, können wieder gehen. Man könnte auch schon, warte mal, wir gehen vielleicht doch in die Pipe, dann können wir gleich mal den Checkpoint noch holen. Totally. Und dann gehen wir noch in den Raum. Soweit so gut, den können wir einfach wegballern. Jo. Digga. Sehr gut, wir kriegen den roten Coin. Jetzt dürfen wir noch nicht sterben. Ich hoffe, wir brauchen. Vielleicht kriegen wir einen Link nochmal. Ja, sehr geil. Okay. Also mit den Checkpoints kriegt man den Link auf jeden Fall wieder. Wir hätten den Switch. Das müssen wir, glaube ich, auch tun. Jo, Digga. Ich hoffe, wir brauchen ihn nicht. Ja, da kriegen wir ihn wieder. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben die 98 Münzen. Wir haben drei Leben mit am Start. Jetzt müsste es eigentlich zu Ende gehen, das wäre sick. Nur noch 300 Sekunden Zeit. Wir gehen unten rum. Dann an den weg. Sehr gut. Passt. Okay. Gehen die Pipe. Da gibt es auch nochmal die drei Leben zur Not. Cool. Man kriegt auf jeden Fall ein Like. Let's go. Geile Stage. Ja. Ich bin stark, dass es so gestaltet hat, dass man alles ohne Linksuit schaffen könnte. Ja. Das ist richtig stark gewesen. Auch generell alles. Ich fand alles stark in der Stage eigentlich. Auch die Setups waren ultra stark. So, die nehmen wir mit. Sonst können wir ja nichts machen, glaube ich. Checkpoint. Den ballern wir weg. Okay. Schlüssel. Wie kriegen wir den Schlüssel? So kriegen wir den Schlüssel. Okay. Gehen wir eine Schlüsseltür. Das. Und das. Und das, Digga. Oh, in die Schlüsseltüre. So, sehr schön. Geh mal. Digga, Mann. Okay, wir kriegen wieder ein Power-Up. Wir kriegen auch einen Checkpoint. Da war, glaube ich, irgendwas mit Feuer. Oh, Digga. Neuen Rekord aufgestellt von Curtendo, heißt der. Let's go! Japanisch Level! Sieht gut aus. Noch. Okay. Sehr gut. Das war close. Das war auch close. Das war auch close. Das war zu früh. Das war close. Hier können wir gleich mal unsere schöne Leben farmen. Das geht immer bei den roten Pipes, geht es relativ gut. Da kriegen wir sie relativ schnell zusammen. Eins, zwei, drei. Ist sehr gut. Dann brauchen wir noch einen Shell Jump. Okay, da brauchen wir auch noch mal einen Shell Jump. Oh, wir brauchen ein bisschen mehr.
Oh, wir haben keine Zeit. Hi. Vielleicht kriegen wir noch einen Checkpoint, das wäre sick. Achso, geskippt ein Level später? Weiß noch nicht. Aber vielleicht gibt es mal eine Episode, wo man, oder einen Stream, wo man alle geskippten Level machen, ja. Tendenziell würde ich immer nach oben, weil nach unten geht sowieso. Da können wir nicht rein. Da unten können wir stehen. Da können wir auch rein. Da sind wir durch. 60 Sekunden. Oh, schade. Digga. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 40 Sekunden. Come on. Digga, komm schon. Komm schon. Skibbledy skip. Oh, wir hätten gleich da rein können. Okay. 25 Sekunden. Ja, ist das jetzt dein Ernst? Checkpoint, sehr gut. Sechs Sekunden. Wir geben noch einen Versuch. Wir haben die drei Leben. Das, was man da sieht, ist halt ultra weird. Ich weiß auch gar nicht, soll man da sofort in, kann man nicht die Bamba nehmen, um in die Türe reinzukommen, oder? Gibt's da nicht irgendeinen Tag? Sehr gut. Wenn die String noch mitnehmen können, theoretisch. Natürlich. Also, trotzdem ein sehr, sehr gutes Level. Leichte Kaizo-Tricks mit am Start. Yep. Wieder gut. Bowser Juniors Donut Block Emporium. Okay, in die Pipe. Also eben die Level tun uns momentan echt keinen Gefallen. Das sind echt schon. Das ist krass. Jo, Mann. Sonst geht's dir aber noch gut, oder? Mir geht's bald nicht mehr gut, glaube ich. Checkpoint, sehr gerne. Danke dafür. Noch eine Münze dazu. Sehr schön. Da unten ist noch irgendwas, aber ich traue mich fast nicht, das. Wir gucken mal kurz. Also, da unten gibt's, glaube ich, nichts. Axe-Level, das heißt, wir kriegen eventuell keine drei Leben. Ich hoffe, er hat irgendwo noch die Leben platziert. Das wäre auf jeden Fall sick. Okay, der respawnt, oder? Okay, sehr gut. Wir müssen in die Pi. Okay. Checkpoint, eine Feuerblume kriegen wir auch. Okay.
Bowser Junior. Blöchen, Digga. Sei gegrüßt. Upp. Wir kriegen die Leben nicht, auf jeden Fall. Keine Leben. Schade. Eine echt gute Stage, leider keine Leben. Krieg kein Like. Hätte es die drei Leben gegeben, wäre es absolut likefähig gewesen. Das war eine richtig süße Stage. Japanisch Level, besiege mindestens 75 Goombas und erreiche das Ziel. Okay, wir haben 150 Sekunden Zeit. Jo. Stück brauchen wir noch. Eine noch. Sehr gut, die drei Leben haben wir auch. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Wir hatten hier den Schlüssel, Digga. Du? Wir hatten hier den Schlüssel? Leucht Dudes. Du? Auch nicht? Jo! Das meine ich halt. Das sind die Level, die wir heute bekommen halt. Also auch schon letztes Mal. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben alle Goombas getötet eigentlich. Und jetzt fehlt uns noch der Schlüssel. Und wir wissen nicht, wo der Schlüssel ist. Es könnte irgendwo ein Hidden Block sein. Es könnte alles Mögliche sein. Da ist ein Stern. Der hatte den Schlüssel. Okay, man kann die Goombas auch mit dem Hidden Stern töten, Digga. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Die Schlüsseltüre war eine Lüge. Das ist doch echt der Hammer. Oh. Spiny in der Pipe. Da oben ist noch was, aber ist ein Troll-Level? Ja, das ist überhaupt ein richtiges Troll-Level. Mir skippen Leute. Sammle mindestens 90 Münzen und erreiche das Ziel. Hätte ich da drauf gemusst. Zeit abgelaufen. Wir skippen. Tetris Mayhem. Von One Byte. Speedrun 20 Sekunden. Ultra Tighter Timer. Wir kriegen es jetzt hin. Zwei Leben. Gehen wir weiter. Krieg kein Like. Sieht nach einem Rätsel aus. Ja, und wie soll das gehen, wenn ich keinen Schaden bekommen darf, Digga? Also wir snaggeln uns den Pilz mal ein. Ich hätte ihn hier hinlegen sollen, glaube ich. Schade.
Ich verstehe. Wir kriegen wahrscheinlich die drei Leben. Wir gucken uns nochmal an. Dann das weg. Dann das weg. Dann das weg. Gehen wieder da rein. Warten, bis die Eiszapfen wiederkommen. Und dann müssen wir im letzten Moment. Sehr gut. Was ist denn da auch ein Like da? Das war ein cooles Stage, finde ich alles in allem. Gut gemachtes Level. Ja, finde ich auch. Es ist ultra schwül heute. 20 Sekunden, japanisches Level. Aber klar, natürlich draußen. Nicht laufen sollen. Oh ja, dann kriege ich nicht mehr genug Schwung.